Willkommen zu Zelda TOTK Part 3. Wir sind hier auf der vergessenen Himmelsinsel und werden uns heute um den nächsten Dungeon kümmern. Den hier oben haben wir gemacht. Hier oben gibt es auch einen Schrein. Upsi. Nun, dann werden wir uns heute um diesen Dungeon hier kümmern. Schauen wir mal. Die Stempel durch Entfernen erkunden relativ viel selber und die Stempel setzen wir uns dann nachher. Also das vergessene Himmelsinsel werden wir viel erkunden. Es geht dann mehr um Hyrule, dass wir da erkunden. Da werde ich jetzt nicht so viele, da werde ich keinen setzen, weil da, sonst sind wir da verwirrt. In Hyrule dann, ja. Löscht jetzt schnell. Bis auf Kochtopf und so, also diese wichtigen Sachen bleiben halt markiert. Also immer wenn ich einen finde, der in der Nähe ist, vielleicht sogar dann einen beim Schreien, dann würde ich den ja mich um den kümmern. Alter, wie viel habe ich gemacht? Wie viele habe ich jetzt? Okay. 10 sind es jetzt noch. Ja. Und einer wird übrig bleiben. Warte. Und schon, und der kommt weg. Wie sieht es mit dem Essen aus? Ach ja, kochen werden wir heute auch noch. Ja, da kommen wir durch. Wir werden zuerst ein Herz aufbauen, dann werden wir uns heilen, damit das auch alles einen guten, für einen guten Zweck ist. Ah, da vorne ist wieder ein Sonar-Roboter, oder wie die heißen, Sonar-Roboter. Ich habe vorhin ein Update gemacht, ich bin auf der Version 2.1. 2.1, ja. Das war nett, ich habe schon geglaubt, das sind böse. Nee, nee. Das sind zwar böse. Was, wir haben schon 79 Pfeile. Ach, die Amiibos werde ich ab sofort immer aufcam scannen, weil das halt viel zu viel Zeit wegnimmt. Kochen nicht, aber ich denke, ihr könnt mir folgen. Und wieso habe ich keine Waffe? Ich hoffe, ihr habt hattet eine. Ja. Ast! Super. Geil. Und schon wieder eine Waffe. Ich bleibe jetzt aber mal bei dem. Beim Einhänder, der einfache Stock. Aber ist alles nice. Klebämmchen! Nicht so geklappt. BOTB werden wir natürlich nicht vernachlässigen. Aber TOTK ist halt auch geil. Also, ihr könnt mir sicherlich folgen, auch bei deinem. So, wir müssen jetzt einmal hier rauf. Ah, da ist ja auch unser Kochtopf. Na, dann wird jetzt gleich die Kochshow beginnen. Und zwar, wir werden noch ein bisschen was für die Kälte oder Hitze machen. Und für die ganzen anderen Effekte. Das ist Kälte. Tot. Super. Ah, dann haben wir noch was für die Kälte. Geil. Oh, es leuchtet so schön. Also, das Spiel ist so geil. Das war ein BOTB sicher nicht. Was ist das? Frostforelle. Für die Hitze. Super. Wir werden uns passende Kleidung dann natürlich auch mal kaufen. Komm, können alle. Also, wir haben wir nicht, ne?
Gibt ja viel verschiedene Songs. Ja, können wir uns voll Handy aus da, geil. Aus da hätte ich noch gern was, aber. Nee. Nee, da sind wir leider noch nicht so weit. Haben wir einen Bonus-Effekt oder was ist? Ja, also ja, wir sind sehr gut dran. Egal. Frostmelone. Haben wir noch was mit Frost? Doch. Ah, eine Schwertbanane aus BOTB. Ne, ne, okay. Wieso ist bei uns gerade immer dasselbe Sound? Ne? Eine Rüstung. Jetzt haben wir Rüstungsgras. Ne, das ist Schwertschnapp. Warte. So, so passt's. Schwertkarpfen. Rüstungsschnapper. Noch was mit Rüstung? Doch. Komm, dann machen wir nur vegetarisch. Also, dann machen wir nur Fische und vegetarisch kommt nachher. Weil Link hat sich auch mal Bock, kein Fleisch mehr zu hat, kann kein Fleisch mehr schälen, will was Vegetarisches. Oder Fisch. Ist ja auch für mich ein bisschen Fleisch. Egal. Ne, ne. So. Wir haben so viel Sono-Energiesphären. Willst du wissen? Nutze ich nicht. Oho. Haben wir noch was mit Spurt? Nein. So schnell werden wir eh nicht mehr kochen können, also muss ich das jetzt ausnutzen. Wir haben doch was mit Spurt. Da haben wir noch okay. Und was kommt diesmal? Super. 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 Elektroschutz, das werden wir zwar momentan nicht brauchen. Aber hey. Oder war doch hier Zitterforelle? Noch irgendwas Kleines mit Zitter? Nee. Bist du mich verarschen oder was? Hä? Okay, hat er nicht reagiert. So, aber wo war das andere mit Zitter? Da jetzt Zitterfrucht. Und jetzt wird gekocht. Was? Das war ich nicht. Aber war mit Absicht, dann ist mein Controller angekommen. Frost. Okay, dann kochen wir das alleine. Kann schon kein Deutsch mehr. Gut. Super. Wird nach dem Part ein paar Amiibos eben scannen, weil wir haben wiederum wenig Schwertschnapper. What the fuck? Oh. So. Hab noch was mit Rüstung. Wirklich jetzt? Egal. Ist nicht änderbar. Geil. Oho. Oh.
Rüstung. Ja, wir haben viel zu viele. Sagte ich gerade viel zu viele? Viel zu wenige Highlight-Items. Wir haben uns gerade in den Speicher notiert und das ist gerade ein bisschen runtergefallen. Ne? Egal. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich werde im nächsten Part den Schrein betreten und wir schauen, dass wir hinkommen. So war das gemeint. Und nach des Flutmonats kann man ja die Chance, dass man so einen Bonuseffekt zu 100% erhöhen. Oder indem man einen Sternsplitter kocht, ansonsten die Chancen bei 10%. Naja. Und nichts erhöhen. So. Und jetzt geht es wirklich los. Gibt es noch so ein paar Chilis? Kann man gar nicht mehr reden. Ja, das passiert, wenn man A drückt oder man drückt X. So, es tut mir leid, aber jetzt geht es einmal mit Kochen. Jetzt höre ich mit Kochen auf, jetzt stört es mich langsam auch. What the fuck? Was ist das? Den werden wir bekämpfen. Aber nicht heute. Sei denn, er stört uns. Warte. Markiere mal wirklich mit einem. Ja, ich sag Truhe, weil da ist meistens eine Truhe dabei. Oder Totenkopf, das heißt, hier gibt's noch was. Totenkopf ist immer das Zeichen, entweder Erkundung oder es gibt. Wobei, einigen wir uns darauf. Monster, das ist zwar ein Totenkopf. Monster sind dieses Ding da oder Konstrukte und so. Das. Oder Herze, weil man tut ja die auslöschen. Sterne sind die Schreine. Und Türme, also die Towers oder Türme, sind dann eben das andere. Also sind diese Kristalle. Link hat richtig Angst. Und ist kalt. Ja. Sobald wir ein Herz oder wie sie das verloren haben, dann nehmen wir auch was, weil es anders nicht machbar ist. Und das Problem ist, hier gibt es Eis und Eis ist wie Regen. Und so ist das ein bisschen. Wir warten noch ganz kurz. So. Das ist das hier. Jetzt haben wir ja mal einen kurzen Kälteschutz. Haben wir irgendwas mit Eis? Nein. Natürlich nicht. Das sein können. Wobei, jetzt hätte es uns noch nichts gebracht. Ah, super. Da ist ein Floß. Super. Nice. Super, da braucht man gar keinen Magneten. Habe ich eine Waffe? Ja. Wirklich. Ist das noch dein Ernst? Man braucht eine Batterie. Hier kriegt man doch eine. Was zeigt meine? So eine Bauteile. Batterie! Ja! Danke! Könntest du mir nicht noch eine geben? Nee, Spaß. Da braucht man dann 100 so einer Energiekristalle, die man kaufen kann, für Sonanium oder auch so finden kann. Und dann kriegt man so ein Drittel oder was das ist. Seht ihr, das ist ja getrennt mit so einer schwarzen Linie und das kriegt man dann halt. So ein Teil. Das heißt 300 so einer Energiekristalle für eine ganze Batterie. Da oben ist der Schrein, ne? So, andere Frage. Wie kommen wir nach oben? Weil ich glaube, den Deckensprung, den kriegt man erst in dem Schrein, ne? Fragen über Fragen, ne? Glaube ich zumindest. Kommt man von dort hier hoch? Ne, es sieht nicht so aus. Ich glaube, hier gibt es einen eigenen Weg. Ich habe das Konstrukt damals, wie ich privat gespielt habe, nicht bekämpft, also. Unser erster Krogi. Ja.
Und zwar. Ja, eigentlich sollst du hier rein. Ein Kurgi, ja! Oh, das ist nämlich. Na, ja. Kannst du mich, ja? Ja, wie geht das? Krocksamen! Richtig. Ja, wie im BOTW steht das. Ja. Ja, du kleiner Racker von Krok. Aber andere Frage. Wie kommt man hier hoch, weißt du das? Ich weiß es. Wir waren halt komplett am falschen Weg, aber egal. Hey, das ist doch Zelda oder so, egal. Wir brauchen jetzt gleich wieder was zum Essen, ne? Warte, wie viel? Ein Proviant? Was war da? Weiß ich nicht. Egal, ein Proviant können wir 2 Herzen verlieren. Wobei eigentlich 3, weil wir können uns ja mit dem Kochobst noch heilen. Machen wir so, ja. Also sterben hier ein bisschen da. Das Kochobst. Warte, kann man? Jo, warte, ist da habe ich gesehen, da wurde nicht keine Ausdauer verbracht. Ach so, nur durch einen Schuss wird Ausdauer verbracht. Ja, nee, dumm angestellt. Wieder über uns ist der Schrein. Ja, stand schon, wir kommen gleich. Das hat jetzt nur Haltbarkeit vom Bogen verbraucht, aber trotzdem ärgerlich. Egal. Wir haben unseren Pfeil wieder. Das ist das Wichtigste. Jo. Du bist wieder kalt. Ich meine, es hilft zwar nichts gegen die Kälte, aber das ist was anderes. Ist nicht irgendwo auch eine Winterhose oder whatever? Irgendwo ist hier eine Winterhose, weiß ich. Gut, Chili haben wir schon wieder genug, um für eine Gegenheilung. Wenn wir kochen. Halt, ne? Ja, ein Herz kann man noch verlieren. Okay. Animal Crossing ist ja momentan unser großes Projekt, wenn ihr wisst. Genauso wie Zelda TOTK. Also 2 Spiele spielen wir momentan. So. Alles gut, so. So, jetzt geht's uns wieder für gute 5 Minuten gut. Würde auch gerne noch was mit Sport nehmen, aber nee, dann haben wir keinen Kälteschutz mehr. So, hilft leider auch nichts. Da hochklettern geht wie gesagt nicht. Außerdem ist das viel zu hoch. Weil mit Ausdauer ist es normal schon. Aber mit dem Eis, nee. Wir haben Glück, wenn wir hier hochkommen. Wobei, das war, glaube ich, kein Eis. Egal. So. Wie kommt man hier hoch? Okay, hier gibt es eine Brücke. Ihr seht schon, man muss hier klug vorgehen. Auf der Karte sieht man die kleine Brücke. Ja, im Crossing sieht man es auch. Du musst heute unsere Brücke fertig sein, ne? Geil. Wir haben jetzt 23, ja. Lang wird das mit dem Part eh nichts mehr, aber dich bekämpfen kann ich noch! Fuck! Willst du mich verarschen oder was? So. Der hat gelitten dafür. So, ich nehme ein paar Chili. So, jetzt wird noch gekocht, weil. Geht nicht. Wir kommen hier nicht mit dem Essen aus. Gut. Was, wir haben so viele Chilis? Jetzt kann ich das schon überspringen. Danke. So länger wird der Party nicht gehen, also dann kommen wir jetzt gut aus. Dann kriegen wir das auch noch schnell mit einem Topf. Dann weiß ich, wo ich hin muss. So, jetzt bin ich hier richtig. Ne? So, hier war ja so viel. Und was kann ich hier nochmal machen? Da ist ja auch alles. Ach so, hier. Ach. Oder warte, ist hier ein Weg? Leute, was wollte ich? Was wollte ich? Was ging in meinen Gedanken vor?
Was wollte ich tun? Ich kann eigentlich da hochklettern, naja. Was probieren geht über studieren, ne? Na, oder? Was meint ihr? Ja, also das geht überhaupt nicht mehr. In Tiotikan-Nintendo, was soll das? So, und by the way, wir hätten da einfach durchgehen können, ne? Nein, ich sollte hier hochklettern, ne? Das war, habe ich jetzt gerade versorgt, aber egal. Ich weiß, was das Prinzip ist. Okay. Bei, wieso bin ich so dumm? Lad dich auf. Nein, aufladen links. Einmal springen ist drinnen. Doch, nochmal springen drinnen. Nintendo. Ja! Ist ja super gegangen. Kurz warten. Jetzt wusstet ihr nicht, wie man das richtig macht. Dann folgt meiner Anleitung. Auch wenn ich ein bisschen unnötig. Ist das der Schrein? Was? Ich bin damals viel umständlicher hochgekommen. Lol, durch eine Höhle oder so. Folgt meiner Anweisung, das ist sehr einfach und braucht nichts. Also. Gut. Wollen wir noch schnell machen? Ich glaube, wir hören hier auf. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen und auch unterstützen. Und vor allem Link. Schaut mal, er braucht Kältemedizin. Wenn ihr wirklich brav seid, wenn viele Aufrufe kommen, nächste Folge. Schreien und ja, eine Folge kommt ja heute noch. Das war's mit dem Video. Ciao, euer Tobi Hof 5000.